Die Entscheidung für das Turnier und die Saison eben so zu Ende zu spielen, die war richtig, gar keine Frage. Das Wichtigste, wir hatten keine Infektionsfälle bis jetzt. Hoffen wir, dass wir die letzten Tage auch noch überstehen. Wir hatten keine schwerwiegenden Verletzungen, trotz der kurzen Vorbereitung. Guten Sport, spannende, enge Spiele und nicht zuletzt war die oder ist die mediale Resonanz sehr hoch. Und dann gehen wir davon aus, dass wir die BBL regulär spielen, im regulären Modus. Und dann, wie gesagt, würde das auch im Beginn dann im Oktober bedeuten. Ich sage nochmal ganz klar, ein dauerhafter Betrieb ohne Zuschauer oder auch über eine längere Zeit ist für uns keine Option. Das funktioniert nicht. Das funktioniert wirtschaftlich für die Clubs nicht. Oder, was wiederum Umkehrschluss bedeutet, man kompensiert den entstandenen Schaden durch einen staatlichen Topf. Ja, ansonsten, ich gehe eigentlich nach wie vor davon aus, realistisches Szenario, dass wir zu Beginn oder relativ rasch dann nach Beginn mit einem Teil von Zuschauern spielen werden. Wenn man auf die nackten Zahlen schaut, dann machen die Zuschauer ungefähr 20% aus, ein bisschen weniger der Einnahmen, der Ticketing-Einnahmen. Das heißt, bei einem Gesamtumsatz der BBL-Clubs von zuletzt 130 Millionen macht das also ungefähr dann 25 Millionen Euro aus. Ja. Das ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Viele Sponsorings, gerade lokale Sponsorings, hängen an den Zuschauern in der Halle, sind lokal eben bedeutsam und insofern geht es dann schon in Richtung 50%. Also wir reden dann über 40, 50, vielleicht 60 Millionen, die in der Tat eine komplette Geistersaison bedeuten würden. Das würde eine BBL zurückwerfen auf den Stand vor 15 Jahren. Durchhalten ist insofern nicht richtig, weil die Budgets wären dann ja auch ganz andere. Ne? Eine BBL würde auf einem ganz anderen Niveau stattfinden müssen, was eben nicht die Idee sein kann. Ja.